Zurück in Graz. Auch Denise' beste Freundin Maike, die ebenfalls bereits Mutter ist, ist übrigens lesbisch. Ein kleines Detail, das auch hier voll und ganz akzeptiert wird. Dass die Maike lesbisch ist, das habe ich eigentlich erst später erfahren. Sie hat es mir eigentlich nicht gesagt. Ein Freund von uns hat sie das erzählt, weil ich Angst gehabt habe, dass sie mich dann akzeptiert und dass sie mich dann abschießt als Freundin. Dann habe ich ihr darauf angeredet, hat sie gesagt, ja, sie ist lesbisch und sie hofft, dass mich das nicht stört. Ja, mich stört das ehrlich gesagt gar nicht. Weil es Liebe ist. Und Sorgen macht sich Mario auch nicht, denn er ist sich seiner Denise sicher. Ich glaube nicht, dass die Denise was mit der Maike anfangen wird oder sonst irgendwas tun, weil sie sind nur Freunde. Hoffe ich halt. Ja, nein, ich glaube das nicht, dass die irgendwas machen werden. Warte kurz, Denise. Warte. SMS kriegt. Von wem? Von deiner Ex? Was wünschen sie schon wieder? Oh. Die Alte ist ab und zu. Oh mein Gott, wie ist das? Ich weiß nicht, warum ihr euch immer so Sorgen macht für die anderen. Hör zu, solche Sendungen sind einfach unnötig. Die zeigen ja, wer drückt schwanger, mit 13 bekommst du Unterstützung. Wurscht, hast halt keine Schulausbildung oder Lehre, egal, Hauptsache du bist im Fernsehen. Ups, das geht ja uns an. Harte Kritik an Maike und an Teenager werden Mütter. Was ist denn mit ihrer los? Ich meine, ich kenne keinen, der 13 ist und da mitmacht. Und außerdem, ihre Einstellung ist echt scheiße. Und ich finde es nur scheiße, dass sie zu mir gesagt hat, ja, warum überhaupt mitmachen? Eben, sie ist meine beste Freundin und sie hat mir die ganze Schwangerschaft begleitet. Und das ist ihr Sache. Und ich wollte sie dabei haben bei Teenager werden Mütter, weil sie eben meine beste Freundin ist. Und sie begleitet mich und ich verstehe, was da für ihre Probleme sind, da die Kameras uns begleiten. Das ist echt so ein Schwachsinn, was sie da schreibt. Echt, das ist lächerlich einfach. Ja, für Denise ist das wirklich absoluter Schwachsinn. Sie kann sowas nicht bringen, ehrlich, nicht. Sie zieht alle und dann ruht, was soll denn das? Auch wenn sie der Ex ist, aber ich sag gerade schon die Meinung, gell? Und weil ganz sicher ist sie echt nicht, oder Schatz? Was sagst du? Genau. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Das ist noch ein bisschen zu viel, als jetzt da treffen uns da mit ihr und dann räumen wir das. Na, passt, gehen wir. Das geht nicht so weiter. Nein, das kann es nicht bringen. Aufruhr bei Jungmutter Denise in der Steiermark. Maikes Ex-Freundin hat sich bei Maike darüber aufgeregt, dass Denise und sie bei Teenager werden Mütter mitmachen. Das lässt Kämpfernatur Denise nicht wortlos auf sich sitzen. Ich werde es jetzt sicher mal zur Rede stellen, was das soll, warum sie alle unter den Hut tut und meint, es machen nur Asoziale mit und die Steppert sind, um zu verhüten. Das ist einfach nur voller Schwachsinn. Und das braucht sie einfach mal zu sagen und das lasse ich mir sicher nicht gefallen. Und da werde ich es ganz sicher drauf anreden. Ist mir auch wurscht, ob sie mir deppert kommt oder nicht, aber ich will das einfach. Weil sonst rege ich mich noch mehr auf, wenn ich es nicht drauf anrede und dann bin ich gleich noch heißer. Gesagt, getan. Maikes Ex-Freundin möchte nicht erkannt werden, ist aber diskussionsbereit. Wieso sagst du das? Schreibst du das so SMS? Das? Weil es meine ehrliche Meinung ist, ich stehe dazu. Was stehst du dazu? Ich das ist ein voller Schwachsinn. Morgen, dass das okay finde, dass die junge Mädels da einzahlt. Dann schauen junge Dirndl und das an und denken sie, ach, es ist ja alles so einfach. Wenn ich schwanger bin, ist ja alles so einfach. Das sagt ja keiner. Es hat ja keiner gesagt, dass schwanger sein einfach ist. Es sagt keiner, Kinder kriegen ist einfach, Kinder schauen ist einfach. Nur es geht mir darum, warum du jetzt meinst, dass die blöd sind oder steppert sind, um zu verhüten. Es ist meine ehrliche Meinung. Das ist leider so eine ehrliche Meinung. Jeder hat seine eigene Meinung. Du findest, dass es okay ist. Ich finde nicht, dass es okay ist. Ich fühle mir keine 13-, 14-jährigen Mädels. Es war noch keine einzige 13-, 14-jährige dabei. Ich kenne wenig 13-Jährigen, die ein Kind kriegen. Okay, 15, 16 kenne ich schon mehrere, aber 13, ich weiß nicht, von wo sie das schon wieder gehört hat. Ich meine, ich kenne keine 13-Jährige, die schwanger ist und ein Kind hat. Ich finde das einfach eine scheiß Einstellung, dass du sagst, du machst nur die mit, die steppert sind, um zu verhüten. Die meisten. Ich wollte aber mein Baby haben, das war geplant. So. Wir wollten sie haben. Und, die meisten, was da mitmachen, die können nicht verhüten oder klar, mit 15 ist es toll, ein Kind zu kriegen. Ich meine, wenn man kein Kind will, dann verhütet man. Es kann schon passieren, wenn du die Pille nimmst und du speibst. Aber bei mir und Mari war es auch so, ich habe gesagt, wenn es passiert, passiert's. Also, es ist jeden Seis, doch nur ich kenne wenig 13-Jährigen, die ein Kind kriegen. Ich meine,
sie kann das nicht einfach sagen, was halt einmal stimmt. Ich finde das einfach nur voll scheiße von ihr. Und die Alte spinnt sowieso ein bisschen, weil was sie mit ihrer abgezogen hat, geht einmal gar nicht. Da Maike und die mysteriöse Dame einmal ein Paar waren, ist noch viel Emotion im Spiel. Und was die Vorwürfe betrifft, jeder darf seine Meinung zu schwangeren Teenagern haben. Denise kann mit ihrem süßen Töchterchen und ihrer kleinen Familie auf jeden Fall drüberstehen. Wenn sie noch einmal mit ihr zusammengeht, sicher nein, nicht, weil die... Es gibt nein. Während Papa Mario Baby Sophie zu Denise Mutter bringt, gönnt sich die Jungmutter nach langem mal wieder eine Partynacht. Denn sie hat abgestillt und darf wieder rauchen und trinken. Hast du Feier, ja, so? Weil die Alte geht echt vorne. Weil was die da aufführt, die Bart, das kann sie echt triggert, einfach solche Sorgen zu machen. Und wie ist es eigentlich jetzt so mit den Mädels? Hast du die Schnauzen voll, oder? Nein, voll nicht. Also lass dich nicht unterkriegen jetzt wegen ihrer. Ihren Unterbewusstsein habe ich es halt immer gewusst, aber ich habe es halt nicht wahrhaben wollen, dass ich auf Frauen stehe. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht. Es kommt wieder auf und ich muss dazu stehen, weil ich lebe mit ihm und ich will glücklich sein. Und wenn ich jetzt allen vorspiele, ich stehe auf Männer und dabei stehe auf Frauen, ist das auch nicht das Wahre. Aber ich würde echt schauen, wenn du die dann hast, dass du echt nicht so deppert hast. Weil das geht echt gar nicht. Weil ich schon eher Stadl da ist. Es gibt so viele Mädels, aber manche sind einfach deppert. Such da gescheiter. Und die stellst du mir vorher vor und ich sag mir, ob es passt. Okay, was machen wir? Weil das ist normal. Nein. Weil dir geht's dann auch scheiße. Mhm. Wegen ihrer. Und das ist dann einfach voll blöd. Ey, schon seit Wochen. Eben. Ja. Und das bringt dir dann ja nichts, wenn es dir scheiße geht. Dann ist gescheit, dass du wirklich auch andere suchst. Mhm. Mit Beziehungen kennt sich Denise halt aus. Genauso wie mit ausgelassenen Partynächten. Bitte, schützt du trinken? Ein Melonenspritzer. Darfst du auch schon trinken? Ja, sicher. Jetzt habe ich das Kind eh schon. Müssen wir auf einen Schock ein bisschen was trinken. Ja, voll. Sonst passt es? Ja. Magst du trinken? Ja, Melonenspritze bitte. Ja? So viel dürfen wir nicht trinken, dass wir einen Absturz heute haben. Nein, das geht gar nicht. Nein. Der Wahl, glaube ich, versteht die Sophie oder checkt sie nicht, wenn ich was trinke. Aber wenn sie älter wird, glaube ich schon. Und wenn sie dann älter wird, möchte ich ja nicht mehr Nudelfett heimkommen. Dass sie das mitkriegt. Dann will ich mich so zusammenreißen, dass sie so viel trinkt, dass sie weiß, was sie tut und dass sie nicht speibt, dass sie nicht mich aufhört irgendwie. Das mache ich dann nicht. Eine vorbildliche Mutter halt. Was Papa Mario dazu sagen wird? Hallo. Ja, ich schlafe daheim. Und alles? Ja. Alles klar? Ja, passt. Passt alles? Ja, passt für dich. Was hast du denn für mich? Ich habe für Denise ein kleines Geschenk vorbereitet. So eine sexy Dessous. Oh la la. Jetzt kommt's. Okay. Für daheim. Also das zieh ich sicher nicht an. Das zieh ich nicht an. Das ausschaut. Schau dir das an. Schatz, das zieh ich sicher nicht an. Nein, schau dir das an. Da schaust du wie so ein Nuppen.